Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge vom LS19 Forst Multiplayer Projekt hier mit euren beiden Forst-Profis, Ansgar von Nordrhein-TV Play und mir. Hi zusammen! So, wir sind hier bei unserem ja neu erworbenen Land jetzt hier unterwegs, letztes Mal mit unseren auch teilweise neu erworbenen Maschinen jetzt genau am Start. Einmal dem schönen John Deere, den wir uns zugelegt haben, und zwei schönen Setzmaschinen. Einmal hier mit Pappeln habe ich hier hinten drauf und Ansgar da oben mit seinen mit den Setzlingen, wo wir jetzt hier schön. Genau, zwei verschiedene Baumarten hier also auf diesem Feld mal genau setzen werden und dann hier einmal einen neuen Produktionszweig, beziehungsweise, also hier, gut, Bäume fällen haben wir ja schon mal gern gemacht, aber hier uns auch mal die Pappeln so ein bisschen angucken. Und ja, du jetzt fängst einfach am anderen Ende jetzt an, ne? Und dann arbeiten wir so aufeinander zu und dann... Achso, am anderen Ende soll ich anfangen, ja. Oder wie? Das machen wir, ja. Nee, so, du machst ja schon, also genau. Oder wie machst du das? Da fängst du einfach in der Mitte an und arbeitest dann rüber. Ich wollte in der Mitte anfangen, aber jetzt so, gehe ich ja zum anderen Ende. Genau, und das ist so ein bisschen das Spezielle. Wir werden auf einem Feld quasi zwei Baumarten anpflanzen. Jetzt werde ich euch fragen, wieso? Ist alter dumm. Warte mal kurz. Kannst du kurz mal herkommen? Kannst du mal kurz in John Deere einsteigen? Dim. Ich frage mich, was jetzt passiert ist. Guck mal, siehst du hier hinten, ist doch, also jetzt das, was weiter außen ist. Da oh ist Gott, jetzt, wir haben vergessen, die Pflegebereifung drauf zu machen, das war mir nicht klar. Oder muss man da einfach Pflanzen zerstören, ausmachen, dann geht das. Ja, das können wir auch machen. Ist alles wieder kaputt. Die erste Bahn schon mal umsonst. Ja. Machst du gerade aus, oder ich das ja, warte mal, ich muss das mal kurz suchen, wo das hier war. Gott, soll das so sein, dass in so kurzer Zeit da schon irgendwas passiert und die Blätter wechseln? Okay. Wo war denn das? Geldeinheit, Flächeneinheit? Allgemeine Einstellungen. Ich finde das glaube ich nicht, aber weil ich vielleicht auch nicht als Game-Admin eingeloggt bin. Als Admin einloggen. Bist du noch eingeloggt? Ja. Ja, dann kannst du es ausstellen. Nee, bin ich auch nicht. Ah, okay, dann logge ich mich mal schnell ein. Ja. Müssen wir es mal ändern, das Passwort. Ach nee, man sieht es gar nicht. Nee, ich glaube, man sieht es nicht, ist ein Eder so. Ich glaube, das war's. Erfolgreich eingemeldet. So, und jetzt kann ich es auch ganz flott ändern. Und zwar, die Pflanzenfruchtzerstörung ist ausgeschaltet jetzt. Aber das, die alten hier kriegt man leider nicht zurück. Aber es sieht schon cooler aus hier mit dem Rasen. Ja. Nur, wobei der man geht sieht halt nicht komplett so weg jetzt, ne? Doch. Ja. Wenn ich da drüber fahre. Aber du musst ja echt gucken, wie du fährst, dass du da so direkt die nächste Spur nimmst und so. Mhm. Vor allen Dingen hier auf den bei diesen Setzlingen hier hat man auch nur 20 Setzlinge. Also ich glaube, das geht flotter, als man gucken kann. Echt? Mhm. Okay, die Pappeln halten, glaube ich, länger, weil ich habe Anfang 2000 gehabt, jetzt bin ich zwei Bahnen gefahren, habe so 150 verbraucht. Ich bin schon zu weit. Es ist sehr schwierig, hier den Feldrand zu erkennen. Ja. Vielleicht würde ich da ein bisschen Feld verschwenden. Ja, das kann man ja immer noch am Ende dann nochmal dran setzen oder so. Mhm. Hauptsache, also in dieser Folge wird es tatsächlich vor allen Dingen darum gehen, hier anzupflanzen. Und wir werden uns vermutlich in dieser Folge auch darum kümmern. Ich werde jetzt einfach mal hier starten. Dass wir Nachschub holen. Wir haben jetzt seit der letzten Folge nicht mehr so einen Plattformanhänger geholt. Wir können das eventuell auch einfach mal auf einen Tieflader laden oder vielleicht fällt uns auch noch eine andere Möglichkeit an. Der Kipper ist wahrscheinlich nicht so gut dafür, ne? Also ja, ein Kipper, wie willst du es halt? Ja, deswegen musst du es ja dann. Gut, du kannst in den Kipper zwar irgendwie rein, aber das ist auch mit dem Abladen ist ja irgendwie dann anders schon besser, wenn man so einen Tieflader, also irgendeinen flachen Anhänger hat, ne? Aber bei dir ist es jetzt eigentlich so, du musst ja eigentlich jetzt gar nicht so direkt an der nächsten Bahn wieder ansetzen, ne? Weil eigentlich im Prinzip werden das ja so große Bäume. Ja. Das Ding ist, hier mache ich auch gar nicht den Rasen weg. Also okay. Hier wächst das wirklich auf dem Gras. Die werden einfach so reingesetzt und so. Ja. Ich glaube, ich fahre hier gerade ein bisschen schief. Ist nicht so gut. Aber dann sieht es natürlicher aus. Ja, in welchem Abstand pflanze ich das denn jetzt am besten? Also ich würde schon so fahren, dass du auf jeden Fall nicht über die nächsten, über die Setzlinge wieder drüber fährst, sondern vielleicht so. Ja, eigentlich kannst du schon ein gutes Stück Leben dran fahren. Ich meine, so ein Baum ist ja nicht gerade schmal, ne? Hm. Aber da kriegt man ja schon. Wie viele Setzlinge hast du jetzt bei einer Bahn gesetzt? 12. Okay. Also, kommst ja nicht mal mehr mit der Palette zurück. Nee. Hast du gerade gesagt, ach du Schreck? Ja. Ich dachte, ich hätte mich verhört.
Das hat meine Oma immer gesagt. Ach du Schreck. Ach herrje. Oh, je. Aber kommst du nicht mehr, also du kannst nicht mehr die komplette Bahn zurückfahren, das ist schon leer. Das ist ja. Heftig, heftig. Heftig, Digga, heftig. Alter, ey. So, dann muss ich gleich schon wieder los. Bruder muss los, dann müssen wir mal wieder... Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt vielleicht doch gleich mal so eine Ladung holen, weil ich meine, diese ganze Strecke immer hin und her zu fahren, können wir auch irgendwie vielleicht jetzt dann... Wie viel hast du denn noch drin? Ich habe noch 1700 von 2000. Okay. 1700. Das geht ja dann ganz gut. Ja. Aber gut, das ist natürlich auch... Aber ich mache jetzt auch ganz wirklich hier Bahn zu Bahn. Aber guck mal, das Interessante ist auch, egal wie ich fahre, also wenn ich jetzt auch total irgendwie mal hin und her schleudere da hinten, die sitzen trotzdem alle schön parallel. Also es kann am Ende nicht unordentlich aussehen. Das ist gut. Ja. Also, wenn wir uns jetzt einen Tieflader holen würden... Ja. Geht das überhaupt noch? Der, bitte? Geht das noch? Ja. Dann würde der 22.000 Euro kosten. Das Problem ist aber, wir haben keinen LKW, der den ziehen kann, weil das ist ja ein Auflieger. Und da bräuchten wir also nochmal einen Dolly. Und der Dolly würde 9.000 kosten. Und das übersteigt etwas unser Budget. Ja, dann brauchen wir ja noch die Setzlinge. Ja. Genau. Echt nichts anderes. Von daher ist das etwas schwierig. Also... Und ich wüsste jetzt auch nicht, mit was wir das sonst transportieren sollen. Also, klar, wir könnten natürlich bis zur nächsten Folge warten. Dann könnten wir schnell den Mod aktivieren. Das wäre vielleicht ein bisschen simpler. Da kann man das ein bisschen hübscher drauf machen. Ja. Aber da müsste ich halt nochmal kurz losfahren. Was aber jetzt auch kein großes Problem wäre. Weil ich meine, ich muss ja auch nicht so oft... ich muss dann zwar öfter fahren, aber ich kann ja auch wesentlich großzügiger ausbringen. Ich würde sagen, so machen wir das. Dann machen wir es zur nächsten Folge. Ich habe es jetzt zwischen den beiden Folgen hier vergessen. Hätte ich auch nicht mehr dran gedacht. Ja, dann machen wir das so. Okay, dann machen wir das so. Weil wir dann eh den Traktor da unten noch brauchen. Ja, das passt schon, ja. Das passt schon. Ja, weil wenn bis der Profi hingefahren bist sagt. Und zurückgefahren ist wahrscheinlich die Folge schon zu Ende. Hoffen wir es nicht. Wir werden es sehen. Ich werde ganz, ganz flix, werde ich das machen. Flott unterwegs. Mhm. Man kennt ihn. Hab mir extra hier meine Rollerblades untergeschnallt. Der flotte Profi-Förster. Ja. Aus EU-Westen. Lit. Ja, genau. Sagt man das eigentlich noch? Nee, ne? Nicht mehr? Ich weiß gar nicht. Ich lese das manchmal noch auf Instagram irgendwie, dass dann Leute das irgendwo schreiben, aber. Ja, wann beginnst du eigentlich deine Instagram-Influencer-Karriere? Weiß ich noch nicht. Ich bin noch am Überlegen, wie ich genau damit anfange. Bester Pilot EU-West. Ja, genau. Das wäre schon mal ein guter Name. Ich werde es mir gleich mal notieren. Ich bekomme hier immer mal Werbung. Ich glaube, ich habe Radio gehört. Da wurde Werbung gespielt. Da wurde man eingeladen, sich als Fluglotse zu bewerben. Ja, die habe ich auch schon öfters mal gehört. Da war ich, als ich das erste Mal, ich hatte das dann irgendwann auch mal also erfahren, dass es das gibt. Und dann hatte ich auch plötzlich am Radio gehört und war echt voll erstaunt davon. Und dann letztens auch nochmal und ja. Ja, die suchen sehr aktiv offensichtlich. Ja, also Leute, wenn ihr mal probieren wollt, bewerbt euch ruhig mal bei der Flugsicherung. Und ihr könnt unter Umständen mit Line-Gamer zusammen arbeiten. Also wenn das kein Anreiz ist. Das ist doch das Argument, um anzufangen, das zu versuchen. Ja. Eigentlich interessiere ich mich gar nicht für den Scheiß, aber der Line-Gamer arbeitet hier. Ja. Deswegen will ich auch hier arbeiten. Die Kandidaten haben sehr, sehr hohe Chancen, später dann auch in dem Beruf zu arbeiten. Ich könnte mir, keine Ahnung, also manchmal frage ich mich schon so, ob manche jetzt da auf den Beruf gekommen sind, weil ich davon erzählt habe auch und so. Echt? Gibt's da Kandidaten? Ich weiß es nicht, aber ich frage mich nur so manchmal, ob das so passieren kann. Irgendwie, ich meine, das ist ja einfach auch eine Möglichkeit, also wie man von dem Job halt irgendwie hören kann. Ich meine, vielleicht haben die ja davor nie davon was gehört und auf einmal. Ja gut, das stimmt. Weil manchmal ist es ja schon über die interessantesten Sachen, wie halt dann man auf irgendeinen Job irgendwie kommt oder so. Also das,
Dass dann irgendjemand aus der Familie einfach nur davon erzählt und man dann vorher nicht gehört. Und mein Urgroßvater war Fluglotse, mein Vater, mein Opa war Fluglotse, mein Vater war Fluglotse, also werde ich auch Fluglotse. Ich finde es jetzt schon interessant, wenn ich so manchmal anderen halt so erzähle, dass ich das mache, dass sie doch schon so wissen so ungefähr, was es ist oder so. Ja, Fluglotse, das ist ja jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Ja, ich weiß es nicht, ob das so viel Leute immer kennen, keine Ahnung, ja. Aber bewerben, also ja. Viele Leute suchen sie ja trotzdem noch, also, beziehungsweise es gibt ja jede Menge Werbung überall, ja. Instagram ist ja auch sehr aktiv geworden jetzt. Ja? Okay. Ja. Sagt man Instagram oder sagt man Instagram? Ich sage auch immer Instagram, aber das ist ja eigentlich so die eingedeutschte Variante, ne? So, weil es ja eigentlich Englisch, beziehungsweise halt, also amerikanisch, oder wie immer so ist, ne? Instagram. Mhm. Er posted something on Instagram and genau so sagen die Leute. Was ich mich gerade frage. Ich betonen muss mit Instagram, Gram. Aussprachetipps heute mal. Vergesst Bubble und ähnliche Sachen. Aussprachetipps bei Lion Gamer ist heute mal angesagt. Ja, genau. Switch mal kurz hier in den Du hast noch 3,5 Minuten. Noch 3,5 Minuten. Okay. Gas. Guck aber mal. Ja. Bist du gerade hier? Nee. Aber gleich. Jetzt. Okay. Ich frage mich, ob ich effizient arbeiten kann und die mitnehmen. Und die schon mal mitnehmen kann. Hinten draufladen kann. Ich glaube, da gibt's aber keine Spanngurte, oder? Nee, gibt's nicht. Da müsste ich da ein bisschen vorsichtiger fahren. Aber dafür sind wir arbeitseffizient. Hast du nicht vielleicht noch zwei mehr? Aber wie ist es dann da das oben? Das Ding ist halt, hier ist diese Stange. Und da weiß ich nicht ganz, wie das dann funktioniert. Also vielleicht. Das hält, wenn es in die Mitte da drauf ist. Vielleicht versuche ich es mal von der anderen Seite. Das wäre schon ganz witzig. Ah! Eingamer? Mhm. Was habe ich für einen großen Fehler begangen bei der Idee? Du fährst hier einfach ohne Rundumleuchte lang. Das ist absolut korrekt. Kleiner Test, keiner Sicherheitstest hier. Das wäre es noch. Du hättest übersehen werden können und dann auf einmal läuft jemand vor dich und du. Ja. Also besonders hier halt auf diesem Verkaufsgelände. Der Sicherheitsbeauftragte ist empört. Von so viel Torheit. Gleich wieder ein Minuspunkt. Ja. Unehrenhaft. Ehrenlos. Ja, huch. Da würde ich mal sagen, die Idee war es mal wieder komplett, ne? So, das da guck mal, ob ich damit ankomme. Ist die eigentlich noch angestellt oder habe ich die gerade angestellt? Ich weiß nicht, aber die ist auf jeden Fall relativ fest in ihrem Sattel. Das sieht doch super aus. Hervorragend. Nein, Entschuldigung. Wieso ist die denn jetzt unten? Okay, dann war die Idee doch nicht so hervorragend. Willst du nochmal aufladen oder willst du jetzt nur mit einer fahren? Ich glaube, ich fahre lieber mit einer. Wieso ist die denn jetzt da runtergefallen? Hab nur mal kurz getestet, ob. Ach, der Herr hat mal getestet. Ich lade hier auf und dann testet der Herr mal kurz. Ah ja. Dachte, nee, ich soll zum Testen vorbeikommen. Ja, klar. Ich habe dich dafür zum Testen habe ich dich engagiert, klar. Als Tester hier eingeladen. So kommen wir ein bisschen schneller voran, wenn wir immer ein bisschen testen auch. Ja. Das Testen, ja, ne? Du musst erstmal hier die Sicherheit getestet werden, bevor du damit auf den öffentlichen Straßenverkehr losgehst. Ja. Das kann ich ja nicht zulassen. Ja. Aber immerhin hat er rundumleuchtend Traktor, also das ist schon mal. Schöner Manitou-Gabelstapler. Der ist wirklich schön. Wunderschön. So, ich hoffe, jetzt testen wir mal nicht. Ja, probier mal dein Glück. So. Mach mal den Motor aus, ne? Ich will ja die Umwelt nicht so belasten hier mit dem Gabelstapel. Ja, das geht aber schon so ein bisschen. Und umleuchten. Ja, wenn ich es auf der Hälfte der Strecke verliere, ist ja auch kein Drama. Dann habe ich schon nicht so einen langen Weg, wenn ich das nächste Mal auflade. Fährst du einfach die Straße dann da runter, so weit bis zu der Palette und dann lädst du sie auf, ne? Ja. Von Hand kann man die ja leider nicht wieder aufladen. Weil die Kurve hast du ja schon mal gemeistert. Wir wollen aber jetzt, glaube ich, nicht nochmal zu Fuß irgendwas testen hier. Ich glaube, es ist besser, wenn du wieder an deine Gerätschaft gehst. Ich bin da ein bisschen misstrauisch, was Tests angeht geworden. Besonders, vor allem unangekündigte Tests. Aber bis jetzt läuft's.
Bist du eigentlich mit Lenkrad gerade oder mit Tastatur? Sieht man das nicht? Keine Ahnung, ich kann das jetzt gerade nicht so ganz beurteilen. Ich fahre doch gerade gottesgleich. Worauf würdest du denn tippen? Mit Lenkrad. Ist korrekt. Die internationale Fahrkommission hat hier schon gesagt, oh, sie sind ein besonders guter Fahrer. Ja. Aber gut, ob du das wirklich bis hierher schaffst, Leute, das seht ihr in der nächsten Folge. Also das es lohnt sich wieder einzuschalten. Exakt. Ich halte mal wieder vorbei, genau, und dann gucken wir, wie es weitergeht. Also genau, und wenn ihr auf mehr Tests von dem Lion Gamer Lust habt, lasst gerne Daumen nach oben da. Ja, also ab so und so viel Daumen nach oben. Dann machen wir eine neue Serie. Ja, Lion Gamer genau. Testet. Ich glaube, man macht kaputt. Also, genau. Daumen nach oben also da lassen, ihr habt's gehört. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, eure beiden Forst-Profis. Macht's gut, haut rein. Ciao. Gut Forst. Tschüss.